Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe. Es ist schon echt ein krasser Zufall, dass in dieser Videoserie, die ich angefangen habe, wo allerdings der dritte Teil bis jetzt noch fehlt, wo ich über die Top 3 UFC-Kämpfer momentan spreche, ich als erstes über Kamaru Usman gesprochen habe und dann über Alexander Volkanovski. Und genau diese beiden stehen jetzt im Raum, um die UFC 294 in Abu Dhabi zu retten, weil Paulo Costa gegen Hamzat Chimaev ausgefallen ist und natürlich Charles Oliveira gegen Islam Makhachev. Und das mit Kamaru Usman, das steht noch ein bisschen in den Sternen, aber der Kampf Alexander Volkanovski gegen Islam Makhachev 2 ist unter Dach und Fach. Das wird 100% stattfinden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, ich bin viel mehr Hype auf diese Matchups als auf die vorherigen. Ganz einfach, es gibt einen Grund, warum Alexander Volkanovski es in meine Top-3-Liste geschafft hat und warum ich behaupte, dass er momentan der stärkste Kämpfer der UFC ist. Ich denke, er ist der Kämpfer, der am besten alle Stile unter dem MMA-Kampfstil sozusagen vereint. Also, ich denke, er ist der absolut perfekte Allrounder und wir können auch sehen, dass Alexander Volkanovski in seiner Karriere in der UFC alle möglichen Finishes gehabt hat. Und Leute, ich kann immer nur wieder auf diese Seite hier verweisen, auf der wir uns jetzt gerade hier auch befinden. Das ist Tapology. Wir wollen uns jetzt einfach mal kurz den Rekord von Alexander Volkanovski etwas genauer anschauen. Denn, meine lieben Freunde, der letzte Kampf von ihm war ja bekanntlich einen Sieg gegen Yair Rodriguez. Ihr könnt das hier sehen. Right Hook und Ground Strikes. Und das ist ja was, was ich auch letztens angesprochen habe in meinem Video über ihn. Sein Ground and Pound ist hammerstark. Und, meine lieben Freunde, im Kampf gegen Islam Makhachev, den ihr hier sehen könnt, war es so, dass er in der letzten Runde auch Islam Makhachev auf den Boden bringen konnte und Ground Strikes anbringen konnte. Und ich denke, das ist unglaublich interessant. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass Alexander Volkanovski in diesen Kampf gehen wird, ohne sich im Trainingscamp ausgebrannt zu haben, ohne diesen Druck die ganze Zeit, er springt jetzt einfach ein. Er hat praktisch nichts zu verlieren. Natürlich, man muss sagen, mit einem zweiten Niederlage gegen Islam Makhachev wäre das der dritte Kampf gegen ihn eigentlich ja aus dem Rennen. Ja, dann das wäre nicht mehr machbar. Aber er hat heute ein Video veröffentlicht, Alexander Volkanovski, wo er wirklich, er kommt sehr locker rüber. Er kommt entspannt rüber. Er redet, dass, ja, er kommt gerade aus den Ferien. Ja, er hat ein, zwei Drinks gehabt. Ja, er hat auch eine Operation gehabt. Aber er fühlt sich gut. Er ist sofort wieder ins Training gestartet und der Kampf ist jetzt 11 Tage hin. Und ich glaube, wenn es jemanden gibt, der das Ganze machen kann, dann ist das Alexander Volkanovski. Das waren auch seine Worte. So, meine lieben Freunde. Und ich möchte mit euch jetzt gerne etwas anschauen. Und zwar, wer von euch nicht kennt Anatomy of a Fighter, der muss das unbedingt abonnieren auf YouTube. Finde ich eine der besten YouTube-Kanäle, wenn es darum geht, die Kämpfer der UFC oder aber auch andere MMA-Kämpfer zu begleiten in ihren Trainingscamps etc. pp. Wir wollen uns das mal gemeinsam anschauen, denn hier geht es um Islam Makhachev. Also, ich würde sagen, Film ab. Ja, gleicher Gegner, hä? Ja. Er kommt hier natürlich relaxed rüber. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, und das werdet ihr mir wahrscheinlich auch beipflichten, der Islam Makhachev wird hier als Favorit in diesen Kampf gehen. Was mich aber wirklich interessiert, ist, ob er nicht selber gedacht hat, ah, der Kampf gegen Charles Oliveira wird einfacher. Denn wenn ihr den Kampf gegen Charles Oliveira anschaut, das war ja easy money für Islam Makhachev, wohingegen Alexander Volkanovski ihm eine Schlacht geliefert hat. Ja. Not for the belt, I'm gonna defend my belt. Ja.
the Charles say, that time he is not there, but this time I hope he is gonna come. Because ja, das Ganze mit Charles Oliveira ist natürlich eine harte Nummer. Charles hat ja, ich will wieder Champion werden und dies und das. Diese Brasilianer sind natürlich auch alle emotional. Und jetzt hat er wegen einem Cut abgesagt. Das ist schon ein bisschen schwach, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube auch Islam ist da ein bisschen enttäuscht. That time he's not there. Charles, be there, please. Ja, genau. Charles, please. Ja, das wird nicht stattfinden. Who's first? What do you got? Well, Dana, you just did a little Instagram live there, saying that there's a lot of questions flying around and maybe people should tune into the press conference to have those questions answered. Is Charles Oliveira out of his fight with Islam and is Alex Volkanovski? Also, das, was wir jetzt hier gerade hören, hat stattgefunden bei der Dana White's Contender Series, der Pressekonferenz nach der Dana White's Contender Series am Dienstag. Also, Dienstagnacht, das war dann, bei uns in Thailand war das Mittwochmorgen, das muss in Deutschland, ja, auch Dienstagnacht gewesen sein, ungefähr um Mitternacht. Hä? War dann die Pressekonferenz und dort wurde er das gefragt. Yes. Dort hat er das dann bestätigt. Das. Okay, this is the situation, brother. Islam is a world champion right now. Aha. If somebody can make 155 and UFC say this guy is a contender, who cares? Ja, also Habib sagt ja auch, also Islam ist momentan der Champion und sie brauchen einen Ersatz, wenn irgendjemand der Top-Contender die 70 Kilo schaffen sollte bis zum Termin von UFC 294, dann scheißegal, dann machen wir das. Ja, ich glaube wirklich, und auch für sie macht das keinen Unterschied. Ha? Der Islam bereitet sich immer gleich vor, der Fokus liegt auf ihm, anstatt auf den Gegner, was meiner Meinung nach auch der richtige Weg ist. Ha? Zu viele Kämpfer machen sich immer Sorgen und Gedanken über, ja, wie die Stärken meines Gegners und dies und das. Ja, das ist zu einem gewissen Teil wichtig und richtig, aber Leute, Champions, es gibt ein Sprichwort, das heißt, Gewinner fokussieren sich aufs Gewinnen und Verlierer auf Gewinner. Ha? Das kann man natürlich jetzt auch überspitzen, aber einfach für auch die Psyche ist es besser, wenn ihr selbstbewusst an euren Skills arbeitet, an euren Stärken, anstatt euch die ganze Zeit auf den Gegner zu fokussieren und euch Gedanken zu machen, ah, was mache ich, wenn er das macht, was mache ich, wenn er das macht. Und diese zwei Typen, wenn es zwei Gesichter für mich in der UFC gibt, die mentale Stärke ausstrahlen, dann sind das diese zwei. Dazu würde ich eventuell noch Kamaru Usman, aber auch John Jones und Alexander Volkanovski zählen. Das ist einfach, Leute, die Creme de la Creme des MMA. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Da kann auch One Championship sagen, was sie wollen. Da kommt niemand ran. Brother, if King Kong can make 155, okay, bring this guy. That's a matter. In the radiant heat of Dubai, one year after the fiery clashes of UFC 280, familiarity reigns supreme within the group from Dagestan. Ja. Same thing, same Dubai, same. Was übrigens auch sein könnte, dass der Kampf von Hamza Chimaev, Kamaru Usman, ja, oder Ali Aliskerov, denn der ist auch momentan dort im Trainingscamp. Das wäre eine Möglichkeit. Die haben ja auch schon mal gegeneinander gekämpft. Wäre eine Möglichkeit. Same gym, déjà vu. I just wake up for the morning pray. Ali send me a message. I pray and answer him. Anybody, just find for me someone. That's it. Yeah. 1 week away from UFC 294 in Abu Dhabi, the all too familiar NAS Sports Complex once again serves as a backdrop to their preparations. This guy will be fighting for the title in UAE Warriors. His name Amru Magomedov. As they come together for another title defense, the Dagestan group remains ready, united and vigilant. Ja, Leute, das ist schon krass, hä? Also ich beneide diese Leute wirklich immer darum, wie krassen Support sie untereinander haben. Hä? Das sieht man nirgendwo sonst. Das ist eine Familie, ein eingeschworenes Team, eine Gruppe.
Und ja, MMA ist ein Einzelsport, ihr seid alleine im Käfig, aber die ganze Vorbereitung, die ganzen Struggles, die ihr durchmacht als Fighter, Verletzungen, mentale Sachen, Training, harte Zeiten, kein Geld, dies und das. Als eine Gruppe geht das alles viel einfacher. Diese Leute haben es verstanden, dass man füreinander da sein muss, dass man loyal zueinander ist und das ist bei denen auch ganz normal. Das würde ich mir bei anderen Nationen auch mehr wünschen, aber ja, das kann man nicht erzwingen. Bei denen ist das Kultur, das kriegen die von klein auf mit auf den Weg. Das ist eine wunderschöne Sache, das kann man wirklich, da kann man wirklich nur sagen, ich freue mich für euch, dass ihr das habt, aber wie gesagt, das ist eine Sache, die kann einen Kämpfer nur so krass stärker machen, wenn ihr so eine starke Gruppe habt. Schaut mal bitte an, wer da alles mit im Raum ist. Also, ihr werdet vielleicht jetzt nicht alle kennen, aber jetzt nur schon allein beim Einwärmen, wo die dort gerannt sind. Ich habe alle möglichen Leute gesehen, dass die alle zusammen trainieren. Und, Alter, das ist unglaublich. Ja, ich kann da nur schwärmen. In the journey of preparation. Hier, Usman Nurmagomedov, der Cousin oder Bruder von Khabib, ich bin nicht ganz sicher. Bellator-Champion. They understand that surprises can lurk around any corner, and the unexpected may strike at any moment. He look like my opponent. Huh? Yeah. Ja, ein bisschen Ähnlichkeit haben sie schon, ne? Frisur. Frisur passt. Sieht schon fast aus wie Volkanovski. Wunderschönes Ringen. Honestly, Islam mentality always has been like it doesn't matter who you're gonna fight. Seht ihr auch, Leute, natürlich, das ist jetzt auch mit das Warm-up, aber das ist eine Sache, warum die Dagestaner so starke Ringer sind. Von klein auf ist bei denen das Spielen Ringen. Also was in Europa Fußball ist und Amerika Basketball und in anderen Ländern, ich weiß doch nicht, Eishockey oder Schlag mich tot, das ist bei denen Ringen. Und das machen die ganze Zeit, die spielen miteinander, Playfighting. Und dadurch sind die so routiniert. Jeder von denen kann ringen. Ich trainiere hier mit einem, der heißt Gazimuradov, ein One-Championship-Kämpfer, Dagestaner. Der ist eigentlich Striker, aber sein Ringen unglaublich stark. Und ich habe ihn gefragt, hast du mal gerungen? Er so, nein, das ist einfach, wir spielen das, seit wir Kind sind, wird das gespielt. Und das ist dieser Grund. Und ihr könnt das hier sehen, wie sie miteinander spielen, wie sie miteinander ringen. Das ist alles technisch sauber, aber das ist halt Spielen. Und ja, ich kann wirklich, ja, Hut ab vor diesen Leuten, die haben wirklich, die sind geborene Kämpfer. You just need a good training camp to get prepared for. And he mentioned that many times. It doesn't matter who's gonna next, yeah, standing next to him in the cage. Also sein Manager sagt jetzt auch nochmal, es kommt denen nicht drauf an, wer da kommt. Ja, Islam hat das auch immer gesagt. Wer dort an diesem Tag gegenübersteht im Käfig, der ist das dann halt. Und dieses Selbstvertrauen kommt wirklich daher, dass er die Nummer 1 ist im Lightweight momentan auf der Welt. Das ist einfach so. Ready for all the opponents. So, when the UFC offered and came to us, it doesn't matter. Just find an opponent. Stark. We're gonna be there. Ja, Leute, seht ihr das? Das sind richtige Motherfucker. 11 Tage vorher, es gibt da Leute, die hätten sich eingeschissen. Oh nein, andere Gegner. Ne? Ja. Sagt uns den Namen. Wir sind dort. Ja, so muss das sein. So muss das sein, meine lieben Freunde. In MMA, injuries are an ever-present threat, capable of altering an entire fight camp in an instant. Ja. In the fight game, when you're the champion, this happens. Even also für die das nicht verstanden haben, er hat gesagt, im MMA sind Verletzungen eine alltägliche Sache. Und in fast jedem Fight Camp hat man die, das sage ich euch aus meiner Erfahrung. Und die haben jetzt hier noch dazu gesagt, dass eine Scheißverletzung kann dir dein Trainingscamp kosten. Ha? Das ist halt so. Bei Oliveira ist es jetzt ein kleiner Cut. Ja, ist für mich für einen, muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle jetzt, ha? Für einen Titelkampf ist das für mich keine Ausrede. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der kann wieder aufgehen, aber er hat jetzt 2 Wochen Zeit. In 2 Wochen kann man die Nähte kann man schon nach 5, 6 Tagen wieder rausnehmen. Ja, dann hat man halt einen Cut und wenn der aufgeht, dann geht der halt auf, aber für einen Titelkampf, schwierig. Kommt auch ein bisschen drauf an, wo der Cut ist, ja, muss ich auch noch sagen, kommt drauf an, wo der ist. Aber trotzdem, ja,
If you're not the champion, it happens. So you have to be Javier Mendez for everybody. So, you know, Islam is well-rounded. So for me, it doesn't matter how the opponent, who the opponent, because he's the champion. He should be ready for anybody the UFC puts in front of him and accept all challengers. First fight. Wow, Leute, das passt momentan so in unser Zeitgeschehen, ha? Natürlich, hier ist ein kleiner Unterschied. Er ist der Champion. Als Champion kannst du dir eh nicht aussuchen, gegen wen du kämpfst. Auf dir ist immer der Druck. Der nächstbessere kommt. Hä? Du kannst dir das nicht aussuchen. Aber er hat ja gesagt, kommt nicht drauf an. Er muss jeden schlagen können, wenn er der Champion ist. Und dem kommt das wirklich auch nicht drauf an. Die sind an diesem Tag ready und wer immer vor ihnen steht, ja, der kommt halt. Und Leute, das ist mentale Stärke und das ist Selbstbewusstsein. But it was a very good, very competitive fight. But we know and they team know we win. Unanimous decision. It was not even split decision. It was unanimous decision. Yes, Volk was looking good on that fight, but he lose. And he knows, his team know, and all world know he lose. Okay, they want to bring him back. Okay, bring. We're here. When fans and people watching the fighters like Islam and Habib, they get used to see them like dominant as hell, you know, like three different above. And when they see the fight that is like a little bit close, you know, or is very competitive, they go like directly, oh, he lost this fight, but how? Ja, was er natürlich jetzt hier meint ist, verstehe ich auch, ja. Man baut natürlich, indem man so dominant kämpft wie ein Islam und ein Habib, baut man natürlich eine gewisse Erwartungshaltung auf. Das Ganze kann man natürlich auch sehen bei jemandem wie John Jones. Der hat so alle rasiert, dass sobald er mal ein bisschen gestruggelt hat, dass die Leute sagen, oh, er hat verloren. Aber Leute, das sind am Schluss ganz normale Kämpfer. Und ja, wenn ein Islam auf einen Volkanovski trifft, dann wird das ein krasser Kampf. Islam hat natürlich diesen Kampf gewonnen. Ich will da gar nichts sagen. Ich denke, dass dieser Kampf etwas knapper war, als das hier jetzt dargestellt wird. Aber man muss ganz ehrlich sagen, Volkanovski hat verloren. Und das ist halt immer so ein bisschen das Stigma, das mitkommt, wenn man so dominant ist wie ein Islam, dann ist die Erwartungshaltung von den Fans einfach enorm groß. Man muss aber halt immer wieder daran denken, das sind ganz einfach auch nur Kämpfer und Menschen und die haben zwei Arme und zwei Beine und auch die kann am Boden genommen werden, auch die können Schläge bekommen. Ja. We lost. Last fight when Islam fought with Volkanovski. Out of 25 minutes, he beat him for 24 minutes and 20 seconds. Volkanovski got only 40 seconds out of 25 minutes and people think like ja, würde ich jetzt nicht sagen. Er sagt, dass im Kampf Volkanovski nur 40 Sekunden lang gewonnen hat, also der Kampf ging 25 Minuten, Islam hat 24 Minuten 20 Sekunden dominiert. Ja, ein bisschen knapper war das schon, als er das hier darstellt. Actually, you know, I'm happy, you know, that it happening right now, so we're just gonna finish this thing with the speculation who won the last fight. But there's one downside of it. Volkanovski and his team are coming with already made up excuse. Oh, that was a short notice. Was er jetzt hier meint, ist, dass Volkanovski, falls er den Kampf verliert, sagen kann, ah, es war nur short notice, ja, als Ausrede. Volkanovski ist aber nicht so. Der ist nicht so. Der ist keiner, der Ausreden sucht. Das ist ein geradliniger Typ. Das ist ein Macher. Das ist einer, der scheut sich vor nichts. Das glaube ich nicht. 11 days. You will see it will come. In 2 weeks, you will hear it everywhere. Встали прыжки 10 раз. Скоро. Последнее упражнение. Давай. Быстрее. Оставите его. Ночь. Immer mit Humor, die Jungs, hä? Krass. Ja, die sind ein eingespieltes Team. Krass. I never ever leave training camp. I always was training. I always was in gym with the guys. Only one thing's I leave arena. I leave corner. And yeah, only that's it. Other things. Ja, der Khabib ist so auch ein Typ, der ist immer im Training. Das sagt er jetzt ja auch nochmal. Ich habe nur meine Karriere aufgegeben, aber nicht das Training. Ich war immer im Training. Ich werde auch immer im Training sein.
Ja, und wenn jemand das glaubhaft sagen kann, dann ist das Khabib Nurmagomedov. Genau, und das ist auch der Grund. Nicht für sich selber, für seine Brüder. Krass. Echt krass. We together all our life, but ja. Only one thing. Yeah, it's like I live this alone. This is fight nights, you know, it's like cornering, all these things. I'm gonna help them and I'm gonna tell them, brother, you know what? You wanna do this? Go and get it. And that's it. Ja, geil. Er sagt ja, ich werde auch dabei sein und ich werde ihnen sagen, du willst das? Hol's dir. Stark. Ganz, ganz, ganz stark. Leute, ich möchte, dass ihr das auch versteht. Wir sind hier Zeitzeugen von Kampfsportgeschichte. In Generationen nach uns werden Leute über Khabib Nurmagomedov sprechen. Ja, das ist der, ja, was soll ich sagen, der Muhammad Ali unserer Zeit. Eine Ikone des Kampfsports, in diesem Fall MMA, nicht Boxen, aber Generationen nach uns werden über diesen Mann reden. Mit, ja, also verdient, absolut verdient. Was ein krass guter Charakter, hä? Gestern hat Mavlid ist nicht gekommen und ich habe ihm gesagt, du musst ins Gym kommen, auch wenn du dich nicht am Vorbereiten bist für einen Kampf. Es kommt nicht drauf an. Jeder sollte im Gym sein, auch ich. Müde oder nicht müde, du wirst am Abend dabei sein, Training oder nicht. Du solltest dich nicht ausgrenzen vom Team, jeder sollte im Gym sein. Er sollte wenigstens dort sein und wenigstens 3 Runden ringen. An den Techniken arbeiten oder an seinem Bodenkampf. Nur dann kannst du nach Hause gehen und dich ausruhen. Wir wissen alle, es ist 6 Tage vor dem Kampf. Also sie reden jetzt auch in einem anderen Kampf. Ich glaube, sie reden von dem UAE Warriors Kampf, der jetzt auch in Abu Dhabi stattfinden wird, ein Wochenende vor UFC. Oder denkst du, wir waren nicht hier, wir haben nicht gekämpft, verstehst du? Okay, ja. Am Abend wirst du arbeiten an den Pratzen, dich dehnen und zur Sauna gehen. Ich verstehe alles, aber komm nicht mit deinem eigenen Plan hierher. Ja? Also hier ist nochmal eine Ansprache von Khabib an einen von dem Team, dass sie ein Team sind. Die machen alles zusammen. Komm nicht hierher und mach deinen eigenen Scheiß. Wir sind ein Team, wir machen alles zusammen. Krass. Sami себе график не придумывает. Вот я вам говорю, надо 4 схватки. Wenn ich dir gesagt habe, dass du 4 Matches kämpfen musst, 4 Matches, also die meinen jetzt vielleicht so Trainingsrunden, dann hast du 4 Matches zu machen. Und erzähl mir nichts von deinem eigenen Programm. Ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, was Al-Abdullah braucht, also ein anderer vom Team. Ich weiß, was Amim Shafin braucht. Das ist auch wieder einer vom Team. Ja. Die haben verschiedene Aufgaben. Weil einer ist 5 Tage vor dem Kampf. Und die anderen haben keinen Kampf. Wenn Islam am Abend sich ausruht, macht es keinen Unterschied. Es heißt, dass das ganze Team, alle 22 Leute sich ausruhen sollen. Wenn sie 20 Minuten rennen,
Dann muss einer von euch 40 Minuten rennen. Maschgeb. Там я не знаю, биджику. Кадику нужно 40 и 50 бегать. Ты понимаешь, о чём я говорю? Не нужно от команды отдаляться и придумывать сами себе планы. Ja, verstehst du, was ich sage? Tu dich nicht aus der Gruppe ausschließen. Ja. Komm nicht mit Plänen, die du ohne die Älteren gemacht hast. Also, er meint sich hier natürlich selber und den anderen Trainerstab. Also, das ist einfach unterordnen dort und ein Teil vom Team sein. Ja? Keiner kocht da sein eigenes Süppchen. Ja. Er ist hier hingekommen, er hat sich dem Team angeschlossen und da gibt es kein, ah, ich habe gedacht. Nein, du hältst deine Fresse und machst einfach, was die sagen. Krass. Ja. If you wanna become world champion, doesn't matter who is your opponent. It's have to be always same goal, same energy, same hard work. Ja. Er sagt, wenn du Champion werden willst, dann macht es keinen Unterschied, wer der Gegner ist. Es muss immer die gleiche Attitüde sein, immer die gleiche Arbeitsmentalität. Ja. Ihr könnt hier sehen, warum solche Leute wie Khabib dort sind, wo sie sind. Guck, diese mentale Einstellung. Er sagt das nicht nur, er lebt das. And we know this game is like very difficult and you never know what's gonna happen. Even with Volk, I don't think like you never know what's gonna, maybe he's not gonna fight. Maybe it's Gamrot gonna come out, like, because Gamrot's still there, right? Yeah. Yeah, he's like. Ja, sie sagen hier halt, sie können sich nie darauf verlassen, wer kämpfen wird am Schluss. Es kann jetzt wieder Gamrot zum Beispiel auch kommen, der gegen Rafael Fiziev gekämpft. Es kann wieder sich ändern, das ist scheißegal. Ja, ne, ich glaube aber wirklich, Volk, der wird ready sein. In 11 Tagen ist er bereit. Same vision. Ja. And that's it. Yeah, another day, but I feel more energy. Mm. I told you before a couple of days, I don't have some good energy because same opponent, same mouth, same area, but now it's something changed, you know? Mm. That's why now I have good energy and very excited. I will change it. Leute, das ist schon krass. Wenn Islam Makhachev sagt, very excited, also sehr, er freut sich sehr, dann sagt er das einfach in einem Ton, dass man denken könnte, er geht gerade zu einer Beerdigung. Ja? Aber ja, so ist denn ihre Mentalität. Ich wollte eigentlich mit euch heute noch, eine Sekunde, ich wollte eigentlich mit euch heute noch das Video von Alexander Volkanovski anschauen, aber das würde jetzt hier ein bisschen zu lange gehen. Ich habe noch einige Sachen zu tun. Darüber können wir eventuell morgen sprechen. Sagt mir auf jeden Fall mal in den Kommentaren, was ihr von diesem Kampf haltet. Freut ihr euch darauf? Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei Robzilla TV. Bis dann, macht's gut. Peace.